Ja, es ist immer wieder eine Freude, glaube ich, mir geht es ähnlich wie mir, in die großartigen Bildwelt des Deep Space 8K einzutauchen. Und es freut uns als Elektroniker Center noch viel mehr, dass wir das nicht so wie in der Vergangenheit, in den letzten Wochen, ohne Publikum hierinnen machen mussten und nur sozusagen über die Kamera mit Ihnen sprechen konnten, sondern dass Sie auch heute wieder live bei einer neuen Ausgabe von Deep Space Live dabei sind. Dazu ganz, ganz herzlich willkommen. Es geht sozusagen jetzt in die Herbstsaison und wir starten die Deep Space Live oder die neue Deep Space Live mit einem der Highlights oder einer der großen Themen, die uns ja schon seit ja bald einem Jahrzehnt hier im Ars Electronica Center beschäftigen, nämlich die Astronomie. Und dazu gibt es natürlich eine ganz profunde Stimme des Hauses, die ich an der Stelle dann ganz, ganz herzlich begrüßen darf. Und Dietmar Hager, herzlich willkommen und deine Bühne entführe uns zusammen in den Weltraum. Danke. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Lieber Andreas, vielen Dank für die einführenden Worte und ich kann es nur gleich wiederholen, ich genieße es auch, dass es wieder Menschen hier sind, weil wir haben ja einige Home Deliveries gemacht, da waren die Ars Electronica Techniker und auch der Andreas und auch ich heute hier und sonst dort niemand. Und wir haben heute dann in die Kameras gesprochen und es ist schön, heute wieder in menschliche Gesichter sprechen zu können, insbesondere in menschliche Gesichter, die man ja auch jetzt sehen kann, denn wenn Sie brav sitzen bleiben, wie wir eingangs gesagt haben, dürfen Sie auch die Masken abnehmen unter Einhalt der Distanz, der erforderlichen und auferlegten Distanzen. Um die geht es auch heute. Sie sehen oder haben gesehen beim Reinkommen hier eine unserer schönen automatisierten Präsentationen, die wir an Wand und Boden projizieren. Sie sitzen also quasi eh schon bereits mitten im Weltall und hier im Konkreten innerhalb eines sehr prominenten Sternennebels, eine Sternfabrik, wo Sterne hervorgebracht werden, die in wahrlich astronomischer Dimension dabei sind, Wasserstoff umzusetzen in schwere Elemente. Und während dieser Nebel, den wir gerade gesehen haben, in unmittelbarer Nachbarschaft sich befindet in der Galaxis, in der wir wohnen, reisen wir gerade vorbei bei einer auch sehr prominenten und sehr berühmten, bekannten Galaxis, vergleichbar mit jenen, in der wir wohnen, und sind also da weit entfernt von unseren getrauten, vertrauten Gefilden. Eine dieser Galaxien, die man fotografieren kann und darstellen kann, habe ich gemeinsam mit meinem Freund und Kollegen aus Australien, Eric Benson, herausgepickt für Sie und auch ein bisschen für uns selbst. Und die hat einen wenig schillernden Namen, die heißt NGC 5128, heißt aber auch Centaurus A Galaxis, und diese möchte ich Ihnen heute vorstellen. Diese Galaxis, die wir jetzt gleich erleben werden, ist in einer Entfernung von ungefähr 10 Millionen Lichtjahren. Darf ich Ihnen dann später ein bisschen ein Gefühl geben für die Entfernung? Ich möchte Sie zunächst einfach nur, also werden wir da langsam reinzoomen, ein bisschen mit dem Bild vertraut machen und vielleicht auch etwas zu dem Bild sagen. Sie sehen hier das Ergebnis einer Untersuchung eines kleinen Himmelsausschnitts. Dieser gesamte Himmelsausschnitt ist etwa, man kann sagen, so groß wie der Mond am Abendhimmel. Und ist das Ergebnis einer Untersuchung dieses kleinen Himmelsausschnittes über den Zeitraum von gut 70 Stunden Gesamtbelichtungszeit, aufgeteilt auf viele 1,5 Stunden und da wiederum aufgeteilt auf sogenannte Luminanzframes, also schwarz-weiß, und RGB, also wir so insgesamt 4 verschiedene sogenannte Stacks, also Summenbilder von Luminanz, Rot, Grün, Blau kriegen, Rot, Grün, Blau, wird dann zusammengerechnet, im Detail jetzt noch nicht. Sie werden jetzt ohne die Brillen der NGC 5128 Centaurus A-Galaxis breiten gar nicht sehen können, in Wahrheit. Ja, die steht so tief am Abendhimmel, dass wir die gar nicht zu Gesicht haben. Wir dieses Zorkorn in der Remote-Sternwarte in Akarola. Ich will Ihnen auch nichts sagen, Akarola, das ist 700 Kilometer nördlich von Adelaide, mitten im Nirgendwo. Da gibt es gar keine
Zivilisation oder nur vereinzelt ein paar kleine Dörfleins. Aber vor allem gibt es eines dort nicht, nämlich es gibt kein künstliches Licht bei Nacht, also keine Lichtverschmutzung auch. Und deswegen ereignet sich dieser Ort so hervorragend, um ein wirklich gediegenes Datenmaterial dort vom Himmel pflücken zu können. Und das Ergebnis können wir doch hier gemeinsam erleben. Sie sehen, da gibt es Struktur, Farbe, da gibt es Raum, da gibt es Ereignisse, die sich also offensichtlich um das Zentrum der Galaxis herum befinden, aber wenn Sie da drüben schauen, da gibt es Ereignisse, da fragt man sich, kehrt es zur Galaxis dazu und was ist das? Und da werde ich Ihnen das eine oder andere dazu sagen. Bleiben wir vielleicht vorerst mal im Bereich des Zentrums. So von können Sie intuitiv schon erahnen, wo denn das Zentrum der Galaxis wohl sein wird. Das ist genau da oben. Es nähert sich gerade mein Zeigefinger an, da drinnen. Da ist das Zentrum. Nicht das, das ist ein Stern, beziehungsweise eine Sternpopulation, egal, aber das Zentrum ist da drin. Das heißt, das können wir im sichtbaren Licht gar nicht sehen. Da ist nämlich so ein massives Staubband davor. Das ist aber jetzt nicht vergleichbar mit dem Staub, den wir kennen von unter unseren Betten, sondern das ist interstellarer Staub, der unglaublich wertvoll ist. Der ist vergleichbar für die Kosmologen wie Goldbarren, weil dieser Staub eine molekulare Grundlage darstellt zum Hervorbringen fremder Welten oder weiterer Welten, Sternenwelten in dieser Galaxis. Da braucht man interessant überall solche finden, zum Glück. Wäre denn nicht so, gäbe es auch wenig bis keine Planeten. Und Sie sehen dann schon, da gibt es also Farbe. Wir haben also hier zum Beispiel so bläuliche Zonen. Das ist eine Region, wo auf, man könnte sagen, explosionsartig neue Sterne hervorgebracht werden, die besonders heiß glühen. Ähnlich, wenn Sie ein Metall schmieden, also wenn Sie schmieden wollen, müssen Sie es erhitzen. Und wenn es warm wird, ist es erst dunkler Rot, Orange, Gelb und wenn es dann richtig heiß wird, jetzt weiß und wenn es noch heißer, erscheint es bläulich. So eine Analogie kann man da durchaus anwenden hinsichtlich der Temperaturen. Und dann gibt es Regionen, da finden Sie so Lachs, Rosarot, Violett vielleicht erscheinende Regionen. Das sind interstellare Wasserstoffgebiete. Die auch, weil in ihnen neue Sterne ausgebrütet werden können. Und im zentralen Bereich, wenn ich Sie fragen würde, was würden Sie glauben, wo befinden sich die meisten Sterne in dieser Galaxis, dann würden Sie zweifellos sagen, eben in diesem Areal, da drinnen sind die auch zu Hause und ein bisschen schwer vielleicht zu erkennen, weil wir auf diese Galaxis ziemlich genau von der Kante drauf schauen. Weil in einer Entfernung von 20, 30, 40, 50.000 Kilometer die Wärme der Erde Artefakte machen würde. Das muss man sich mal vorstellen. Und das bedeutet auch, dass die Kameras, die dort an Bord sein werden, die Detektoren müssen super gekühlt werden, weil die Restwärme dieser Kameras, sobald Strom fließt, haben wir auch natürlich eine Wärme, würden auch wieder Artefakte machen. Das heißt, die Herausforderung für so eine Technologie ist natürlich mannigfaltig. Zunächst brauchen wir Raketen, die das mit Sicherheit dorthin bringen, Punkt 1. Ja. Punkt 2, Sie müssen natürlich auch schauen, dass der Spiegel dort präzise seine Form entfaltet. Er wird jetzt zusammengefaltet auf mehrere Teile und tut sich dann entfalten. Das sollte dann einigermaßen so sein wie im Labor. Aber die Hauptaufgabe, und ich glaube, eines der schwierigsten Aufgaben wird dann schon sein, dass man vernünftiges Bildmaterial bekommt, das heißt, dass man eine Datenreduktion macht, dass man erkennen kann, was ist Eigenrauschen, Artefakt von der Kamera, was ist Wärmerauschen und dass man das wegrechnet, ohne die Information zu zerstören, die von draußen kommt. Also da braucht es die Spezialisten aus der, und wahrscheinlich würde jetzt gehaut werden, wenn es nicht stimmt, EDV sage ich einfach. Ja, es ist ja trotzdem eine elektronische Datenverarbeitung. Ja. Die heißen alle anders, aber das weiß ich halt nicht. Ja. Na gut. Zurück zu der schönen Centaurus A-Galaxis, steht im Sternbild des Zentauren. Kennen wir alle nicht, können wir kaum sehen. Kleinste Anteile, wenn man es weiß, am
tiefsten südlichen Horizont, aber in Acarola, mitten im Zenit, perfekte Bedingungen, und dort haben wir sie gepflückt. Die Sterne sind im Vordergrund, die Sie da sehen können. Sie sehen einiges an Weiß, nicht wenige haben Farbe, von Rot bis Blau, und auch hier gilt wieder, rote Sterne sind ja schon die kühleren, möglicherweise ausgekühlteren, oder Sterne, die im Auskühlen sind oder die in der Ausdehnung sind. Und die blauen sind halt die energetisch gehaltvollen, also dort ist es heiß und die sind also sehr, sehr produktiv. Centaurus A Galaxis ist unglaublich kooperativ für die Naturwissenschaft, weil sie Visuelles anbietet, weil sie Infrarotmaterial anbietet, weil sie aber auch Radioquelle anbietet. Sie ist eine ganz besonders starke Radioquelle, also hat ein Ausstrahlen im Radiowellenbereich, hat aber auch Ausstrahlung im Gamma-Bereich. Wissen wir, haben wir noch immer nicht verstanden, warum die so eine starke Gammastrahlung eigentlich aufweist. Weist einen Chat auf, von dem wir nicht so viel wissen und auch nicht so gut verstehen noch. Und zudem ist es für jene, die auf der Südhalbkugel wohnen, ein wunderbares visuelles Objekt bereits für einen Feldstecher. Die Eigenhelligkeit ist gerade so, dass man in Acarola sie, wenn man es genau weiß, wo sie steht, mit freiem Auge erahnen kann. Ja, kann man mit freiem Auge sehen. Das bedeutet, dass die Kameras in unseren Köpfen, diese beiden 125 Megapixel Kameras, die 18 Mal pro Sekunde ein Bild machen, haben so eine Empfindlichkeit, dass wir mit nacktem Auge Galaxien sehen können, die 10 Millionen Lichtjahre weg sind. Ich finde es immer total beeindruckend, was unsere Kameras eigentlich können. Und die sind stereofähig, die kann man drucken und quetschen, ja, und sie regenerieren sofort wieder. Machen Sie das mal mit einer CTD-Kamera, fahren Sie mal mit dem Finger rein, ja. Das machen Sie genau einmal. Hoffentlich gar nicht. Die hält das nicht aus. Und wenn wir sowas darstellen wollen, ja, haben Sie gehört, 70 Stunden Gesamtbelichtungszeit. Und unser Auge, 18 Mal pro Sekunde, macht das ein Bild, ja. Also, den Respekt vor der Technologie, der Natur, den sollte man sich immer wieder mal auch vor Augen führen. Gibt es an der Stelle zu diesem Objekt Fragen von Ihrer Seite? Wollen Sie da was wissen dazu, oder habe ich Sie jetzt zu sehr befüllt? Bitte. Ich wollte wissen, wann diese neue Technologie des Infrarot-Teleskops... James Webb? Ja, James Webb Space Telescope. Andreas, weißt du das Datum, wann First Light sein soll, der Start sein soll, weil das ist schon ein paar Mal verschoben worden? Ist ein paar Mal verschoben worden. Ich glaube, 22 wäre der Start gewesen. Ich genau. Glaube, jetzt haben wir hier bei 23, 24 herum der Start. Aber ja. Es ist im Zuge der Entwicklung ist das jetzt eigentlich eine kleine Verschiebung, weil ja. Gebaut wird seit, glaube ich, über 10 Jahren. Ja, ja, freilich. Gebaut wird seit über 10 Jahren. Und darüber nachgedacht wird eigentlich auch schon noch viel länger in Wahrheit, ja. So wie der Westring, ja, weiß nicht, ob wir es damit vergleichen sollen, aber ich hoffe, das beantwortet so ungefähr die Frage, ja. Gut, gibt es andere Fragen zu der Galaxis, weil sonst würden wir dann langsam switchen zu der Weltraumreise. Und da würde mich interessieren, wer von Ihnen war denn noch gar nie zu so einem Sternenabend hier im AEC? Ja, interessant, es sind immer wieder einige dabei, das ist toll. Das ist toll. Sie haben nur einen Fehler gemacht. Sie haben sich falsch positioniert. Sie sollten, und ich rege das an, setzen Sie sich zumindest noch ein bisschen weiter rüber, weil da draußen ist die Perspektive dann nicht so gut. Nehmen Sie zumindest die zwei Stühle, und Sie werden ja dann die Möglichkeit haben, dass Sie sich dann auch durch den Raum bewegen können. Sie können dann hindurchgehen. Ja? Na gut, wenn es zur Centaurus A Galaxis keine Fragen mehr gibt, dann switchen wir jetzt drüber nach 3D. Und jetzt brauchen wir dann die 3D-Shutterglasbrillen, und während Sie die aufsetzen, fahren wir diese Präsentation hoch, und ich kann Ihnen sagen, das, was Sie oder was wir miteinander dann gleich erleben werden, ist keine Kreation in einem 3D-Programm oder in einem Photoshop oder 3D-CAD-Programm, sondern ist das Ergebnis der Verrechnung von wissenschaftlichem Datenmaterial von den erdgebundenen Teleskopen und den Weltraumteleskopen.
Da hat sich eine schwedische Software-Ingenieurgruppe gefunden, die haben sich die Mühe gemacht, all diese Messdaten, nicht, wenn ich jetzt die Erde darstellen darf und sie sind fremde Welten, kann ich von meiner Position aus messen, in dem Raumwinkel ist diese Galaxis und in dem Raumwinkel ist jene und in jenem Raumwinkel ist wieder in dem und dem Abstand. Und diese Information kann man zusammentragen zu einem dreidimensionalen Modell. Und dieses dreidimensionale Modell wollen wir jetzt maßstabsgetreu bewandern. Und die Wanderung beginnt immer in einer Umlaufbahn um die Erde und wir können da auch die Hintergrundmusik aktivieren. Sie sehen, es ist eine Echtzeitdarstellung. Sie sehen, da ist die Tag-Nacht-Grenze. Halb Afrika schläft bereits, der Rest ist noch im Nachmittag. Europa verliert auch dann gleich das Sonnenlicht, während die Amerikaner, Südamerikaner sind noch voll beim Tageswerk. Wenn ich da kurz einhaken darf, bitte. Die Frage an alle, ob das auch schön in 3D ja zu sehen ist, genau, weil die Brillen ja mit Batterien ausgestattet sind und nicht, dass irgendwo eine Brille leer ist. Und Sie denken, das schaut alles verschwommen aus. Wenn es verschwommen ist, ist es falsch. Genau, also wer kein gescheites Bild hat beim Durchschauen, bitte Hand hoch. Manchmal brauchen die Brillen eine kurze Weile, bis sie aktiv sind. Aber wie es ausschaut, funktioniert es. Funktioniert es bei irgendjemandem nicht? Gut. Dann dürfen wir davon ausgehen, dass jeder einen guten Blick hat. Sie sollten also keine Doppelsterne sehen, Sie sollten ein klares Bild haben. Also, Umlaufbahn um die Erde. Das Aussichtspunkt von einem heiß begehrten Büro. Dieses Büro nennt sich Internationale Raumstation, über die wir uns hier schon in Extenso unterhalten haben. Wenn es greifbar ist auf die Schnelle für Andreas, können wir es uns ja auch anschauen. Da ist sie schon. Hier ist die Internationale Raumstation. Sie ist in etwa 600 Kilometer Entfernung von der Erdoberfläche, bewegt sich mit ungefähr 30.000 km/h rund um die Welt. Wirklich rund um die Welt, weil die Umlaufbahn ist so gestaltet, dass jeder Punkt einmal überflogen wird in einem gewissen Rhythmus. Wir werden jetzt nicht näher auf die Details der Raumstation eingehen, weil das nicht das heutige Abendprogramm ist. Wer von Ihnen war denn damals hier, als wir mit einem Astronauten live gesprochen haben, während wir die ISS präsentiert haben? Genau. Es war ein sehr schöner Abend und auch der Donald Petit war sehr begeistert, dieses Modell in 3D sehen zu können. Das ist übrigens da unten sein Hauptlieblingsaufenthaltsort, da hier. Das ist die Cupola, die ist nachinstalliert worden vor, glaube ich, auch mittlerweile 10 Jahren, damit die Astronauten auch eine schöne Aussicht haben, aber nicht nur zum Rausschauen, sondern da wird auch natürlich Wissenschaft betrieben und hochaufgelöst runter fotografiert auf die Erde. Viele dieser Bilder können Sie betrachten, bewundern auf der schönen Homepage NASA Earth Telescope. Das ist die Umlaufbahn und wenn wir schon bei Umlaufbahnen sind, fliegen wir gleich weiter raus, suchen uns die Mondumlaufbahn, um Ihnen ein bisschen ein Gefühl für Dimension zu geben. Da ist sie schon, das ist die Mondumlaufbahn und vielleicht überhaupt auch noch gleich weiter raus zu den Umlaufbahnen der Nachbarplaneten, wollen wir uns die auch gleich anschauen. Da sind sie schon in grün. Linker Hand werden wir dann gleich mal die Sonne erleben können, der wohl wichtigste Stern, oder rechts kommt rein, im ganzen Universum, zumindest für uns Menschen natürlich. Sie sehen, Planeten kuscheln sich um die Sonne sehr nahe, wenn sie erdähnlich sind und halten großen Respektabstand, wenn sie Gasplaneten sind. Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun sind ja die großen Gasplaneten, Gasriesen. Wir haben im Übrigen heuer, eigentlich genau jetzt, wo wir darüber sprechen, eine wunderbare Mars-Sichtbarkeit. Und vielleicht sollte man den heutigen Abend auch für einen kurzen Stopp beim Mars auch nutzen, denn Sie sind herzlich eingeladen in der Linzer Sternwarte, der Linzer Astronomischen Gemeinschaft, sternwarte.at, vorbeizuschauen, sich zunächst auf der Webpage zu orientieren, wann sind denn da Führungen, denn heuer werden wir eine sehr schöne Mars-Sichtbarkeit haben. Nicht wenige von Ihnen haben schon schöne Amateurfotos im Netz gefunden. Und hier haben wir ein Live für Sie hier. Vielleicht haben wir auch das Glück, dass wir ein Areal finden, das durchaus spektakulär ist. Drehen uns mal ein Stückchen rum, soweit es die Belichtung und Beleuchtung zulässt. Ich ziele da auf den großen Canyon ab, beziehungsweise auf Schildvulkane. Aber ja, da kommt der große Mars Canyon.
wenn wir da den Grand Canyon reindenken wollen, dann würde also ein Abschnitt von hier ungefähr für den Grand Canyon ausreichend sein. Ja? Also es ist wirklich ein großes Canyon-System, das größte, das wir im Sonnensystem überhaupt kennen. Auf der Rückseite wären dann die großen Schildvulkane, ja, die müssen Sie sich in der Sternwarte Linz, in der Kepler-Sternwarte dann einfach anschauen. Also ohne Spaß, das müsste möglich sein, wenn die Luft wirklich richtig schön ruhig ist, können Sie mit einem Teleskop auf der Erde einen Vulkan zuschauen auf einem anderen Planeten. Das ist doch eine coole Sache. Gut, da ist er übrigens, da hier. Also das sind einmal, zweimal, dreimal und der große ist hier. Aber es ist gerade Nacht dort, ja. Und zum Größenvergleich, das hier wäre die Längsachse von Österreich, ja. Der ist wirklich groß, das Olympus Mons, mit 600 Kilometer Basisdurchmesser, Überhöhung 34 Kilometer. Das wäre was für unsere berühmte Höhenbergsteigerin, die Gerlinde Kaltenbrunner. Aber ohne Sauerstoff geht es nicht einmal für die Gerlinde dort, weil die Marsatmosphäre ist ein Hundertstel von der Erde und hauptsächlich CO2. Ja. Gut, jetzt lassen wir den Mars wieder hinter uns, fliegen wir weiter raus und schauen uns bei der Gelegenheit auch gleich die Oortsche Wolke an, bitte. Weil wir uns ein bisschen veranschaulichen wollen, wie verhält es sich denn mit den Nachbarsternen und wie verhält es sich denn eigentlich mit Abständen zu anderen Sonnensystemen. Also wir sind jetzt an einer Region gerade vorbeigeflogen, wo die Voyager-Sonden sich gerade aufhalten. Jetzt sind wir sehr, sehr weit schon draußen und jetzt ungefähr 2 Lichtjahre. Sind wir entfernt. Das Licht braucht jetzt da schon 2 Jahre. Und da sehen wir jetzt, wenn Sie genau schauen, in diese künstlich eingeblendete rote Kugel, sehen Sie so blaue Tupferl drinnen. Sieht es jemand nicht? Sieht jeder, darf ich annehmen. Das, was Sie da sehen, ist nicht ein Artefakt, sondern das, was wir da sehen können, das sind Knospen. Keime, könnte man sagen. Aber jetzt keine Corona-Keime, ja? Sondern das ist was Positives, das sind nämlich Kometenkeime oder Kometenknospen, könnte man sagen. Die sind also da ganz weit draußen vom Sonnensystem lokalisiert und wir überblicken mit dieser sogenannten Oortschen Wolke die Ausdehnung des Sonnensystems. Und diese Kometenkeime oder Knospen, die werden manchmal aus dieser schalenförmigen Umlaufebene herausbuxiert. Nämlich immer dann, wenn das Sonnensystem, das wir kennen, mit einem Nachbarsonnensystem, das wir uns jetzt gleich anschauen werden, jetzt brauchen wir die Sternbildlinien, Show Constellations, in Berührung kommen. Sagen wir es vorsichtig so, auf gravitativem Weg. Also wir stößen nicht mit anderen Sternen zusammen, aber wie wir jetzt da hier sehen können, es gibt eine Reihe von Sternen, die sind unserem Sonnensystem schon sehr nahe. Der Andreas zeigt uns da schon treffsicher 2. Ja, und Sie sehen, andere sind auch nicht weit weg. Also ein paar Lichtjahre sind es gerade mehr. Und jetzt bitte, stellen Sie sich bitte vor, um die anderen Sterne, die gerade abgebildet sind, da gibt es genau die gleichen Kugeln. Da gibt es genau die gleichen Schalen. Und diese Nachbarsterne sind um einiges größer wie die Sonne. Damit darf man annehmen, deren Oortschen Wolken haben wahrscheinlich das Doppelte an Durchmesser. Sirius, meinethalben. Ja? Das würde wiederum bedeuten, dass wenn wir da uns Kugeln vorstellen, dass die in den äußersten Zonen gelegentlich in Berührung kommen. Und da kann es schon passieren, dass über den Weg eines elastischen Stoßes, den dürfen wir jetzt nicht experimentell nachvollziehen, das verbietet die Corona-Auflage, sonst lasse ich mir gern 2 Leute zusammenrennen, ja, dann kriegt man einen Impuls in eine andere Richtung. Das wäre vielleicht aber für unsere Politik manchmal auch nicht schlecht. Ein Gedankenimpuls in eine andere Richtung schaut nicht. Ja? Aber gut, und das würde wiederum bedeuten, dass diese Kometenknospen losgetreten werden aus ihren relativ stabilen Umlaufbahnen, werden sie herausbuxiert und folgen dann und fliegen dann letzten Endes zum nächsten Gravitationszentrum. Das ist entweder die Sonne, oder der Nachbarstern. Und das Gleiche gilt auch für das Nachbarsystem. Wenn jetzt, ich weiß jetzt nicht, welcher da der Sirius gerade ist, wahrscheinlich der da oben, ist völlig egal, der eine dieser Knospen da quasi oder Kometenkeime in Berührung kommt mit dem Mond, dann kann es sein, dass das, was wir als Komet sehen, gar nicht einmal vom Sonnensystem stammt, sondern vom fremden Sternsystem. Und das ist
faszinierend, weil das gibt nicht nur Science-Fiction-Autoren Stoff in die Hand, sondern auch der Naturwissenschaft, weil ja es nicht wenige gibt, die sagen, die Idee einer Ribonukleinsäure, also einer DNA, stammt möglicherweise von einem Kometen, der abgestürzt ist auf die Erde und der muss gar nicht einmal vom Sonnensystem sein. Kann sein, dass der von woanders ist. Und das können wir da so schön im AEC zeigen. Es ist der einzige Ort auf der ganzen Welt, wo wir das so in dieser Form projiziert auf Wand und Boden erleben können. Immer noch, der einzige Platz, seit 2009. Und mir ist es auch zum ersten Mal bewusst geworden, als wir da so ein bisschen herumgespielt haben, was werden wir denn den Menschen zeigen von dieser Software, die unglaublich viel kann. Und da habe ich nicht schlecht gestaunt, weil wir haben alle in der Schule gelernt, das Weltall ist unglaublich groß, alles ist so weit voneinander entfernt, das hat nichts miteinander zu tun und wir können nur erleben, das Gegenteil ist der Fall. Das hat alles was miteinander zu tun und oftmals auf eine viel naheliegendere Art und Weise, als wir das uns kompliziert und komplex denken. Wir hatten vorhin den Kometen Neowise gesehen nicht wenige. Haben Sie daran gedacht? Na, das ist ja möglicherweise ein Gruß aus einem anderen Sonnensystem. Haben Sie sich das gedacht? Haben Sie darüber nachgedacht, wie lang wird denn der arme Kerl unterwegs gewesen sein, bis er sichtbar wird als Komet? Von da außen, nehmen wir an, da hier hat dieses Ereignis stattgefunden, also sie einen Weg gemacht hat rein. Wissen Sie, wie lange der braucht in das Zentrum? Ich habe Ihnen ja gesagt, das sind ungefähr 2 Lichtjahre, ungefähr. Aber die Flugbahn ist keine Gerade, sondern wenn ich da jetzt einen Stesser gebe, ja, bang, dann fliegt der los, hat einen Eigenspin, Eigenrotation, das rotiert auch, das bedeutet, da geht es in eine Spiralbahn und das dauert richtig lange. Millionen Jahre dauert es, vielleicht sogar nur länger. Und irgendwann kommt er näher und irgendwann schwenkt er auch sogar in eine stabile Umlaufbahn ein oder eben nicht. Wird eben, kriegt er parabolische Umlaufbahn oder geht auf einer Hyperbel vorbei, was auch immer. Millionen Jahre war er unterwegs, um für ein paar Wochen dann für uns zu einem Spektakel zu werden. Jetzt lassen wir das zurück, das Sonnensystem, die Sternbilder lassen wir eingeblendet. Sie erkennen jetzt da gar kein Sternbild mehr, weil wir schon so weit weg sind, dass diese Strukturen, die wir dem auferlegt haben, keinen Sinn mehr ergeben. Trotzdem zeigt es uns, wo die Reise begonnen hat. Wir sind jetzt 40.000, 50.000 Lichtjahre entfernt, ja, und schauen jetzt da auf die Milchstraßen drauf. Und jetzt sehen wir das, was ich Ihnen vorhin gesagt habe, nämlich diesen Galaxienkern, wo der Großteil der Sterne sich befindet und außen diese, in unserem Fall spiralartig angeordnete Bahnen. Und nochmal, das sind lauter einzelne Sterne, ja? Das sind lauter einzelne Sterne. Wer von Ihnen hat denn die Milchstraße schon mal mit eigenem freien Auge gesehen? Die Milchstraße, in der wir wohnen, ja? Wer hat sie noch nie gesehen? Wer hat sie noch nie gesehen? Noch nie, ganz ehrlich. Leider leben wir jetzt in einer Generation, wo das möglich ist. Wenn ich bei Sternführungen auf der Kepler-Sternwarte, wie ich angefangen habe damit, 1985, gefragt hätte, habe ich nicht gefragt, weil das war klar, dass das jeder gesehen hat, hätten wir alle für blöd gehalten. Ja? Weil der hat gesagt, das gibt es jeden Abend zum Sehen. Haben Sie es in Linz die letzte Zeit mal gesehen? Antwort, nein, nicht möglich. Warum nicht? Lichtverschmutzung. Ja? Zu viel künstliches Licht bei Nacht. Wir haben ja im Vergleich zum natürlichen Licht bei Nacht, Sterne, Milchstraße, ein Milliardenfaches in unseren Städten und Gemeinden. Ich könnte mal sagen, das brauchen wir, ja? Weil wir wollen uns ja orientieren, müssen arbeiten und so weiter. Ja schon, nur ich kann Ihnen sagen, aus eigener, ureigenster Erfahrung reicht das natürliche Licht bei Nacht völlig aus, dass, wenn das, die Milchstraßen ganz im Zenit steht, dass die Körper am Boden einen Schatten werfen. Haben Sie das schon mal erlebt? Da wird es jetzt nur mehr ganz wenige geben, ja? Ich durfte das erleben. Also das ist ein Milliardstel dessen, was wir aufführen, ja? Aber gut. Schauen Sie, das ist die Kantenstellung, von der wir gesprochen haben. Danke, Andreas. Da zoomen wir auch noch ein bisschen rein. Das zeigt uns auch diesen interstellaren Staub, den es in unserer Milchstraße genauso gibt, aus dem dann Planeten werden. Ja? Es zeigt auch diesen sogenannten Bulge, diese Ausbuchtung nach unten, aber auch genauso nach oben hin, wo der 60% der Sterne etwas sitzt.
Und wenn wir ein bisschen weiter von oben drauf schauen, können wir dann die Spiralstruktur noch mal gut erkennen. Also auf die Centaurus A schauen wir aus der Perspektive drauf. Ja? Und andere Bilder habe ich Ihnen schon gezeigt, da schauen wir aus 30 Grad, 70, 90 Grad, was auch immer drauf. Und jetzt können wir es uns einstellen, wie wir es wollen. Und nochmal, keine Kreation im Photoshop, sondern das ist das Ergebnis des Zusammentragens der Messdaten. Dann kommt das raus. Das ist auch genial. Das ist nichts vorgegeben worden der Software, außer, bitte, wir haben da einen zentralen Viewpoint, von dort haben wir überall hin gemessen, bitte rechnet jetzt aus, wie schaut das aus, wenn man das dreidimensional projiziert, dann kommt das raus. Das ist schon genial. Würde es ja nicht vorgeben, aber das ist genial. Na gut, wenn wir da nur weiter rausfliegen, was kommt dann zum Vorschein? Sind es wieder Sterne? Nein, das sind andere Galaxien jetzt. Betrachten Sie sich einmal gegenseitig, wie viele farbige Punkte auf Ihren Gewändern da aufscheinen. Ja? Schauen Sie sich gegenseitig ruhig mal an. Einige von Ihnen haben 100 dieser Farbpunkte auf Ihren Gewändern drauf. Und jeder dieser Farbpunkte repräsentiert eine ganze Galaxis. Und eine solche Galaxis im Schnitt 300 Milliarden Sterne und zig Billionen Planeten. Ja. Und weil die alle so weit weg sind, werden wir jetzt den Maßstab verlassen. So ist maßstäblich bis jetzt. Größe, Abstand. Jetzt vergrößern wir diese Lichtpunkte. Gigantisch. Und dann schaut es so aus. Dann können wir diese Galaxien auch tatsächlich sehen. Die haben alle schon fotografiert, die haben alle vermessen. Wir wissen, wie weit die weg sind. Wir wissen die Abstände zueinander. Wir wissen die Umlaufzeiten. Wir wissen sogar die Massen, wie viele Sterne das in diesen Welten dort gibt. All das kann man feststellen. Nur durch Beobachtung des Lichts der Sterne bei Nacht. Ah, da ist jetzt Centaurus A, schauen Sie. Danke, Andreas. Perfekt. Da hier haben wir Centaurus A nochmal, ja. Sie erkennen es wieder. Da. Ich kann es jetzt dreidimensional nicht zeigen, aber ich glaube, Sie erkennen es selbst. Centaurus A. Und wenn Sie wollen, können Sie es durchs Weltall spazieren, weil das ist der einzige Platz auf der ganzen Welt, wo Sie das machen können. Können Sie aufstehen, durchs Weltall durchspazieren. Sind heute alle schon müde. Keine Sternwanderer. Ist auch okay. Sie dürfen auch sitzen bleiben. Aber Sie bräuchten sie nicht fürchten. Also Kanzler Kurz schaut sicher nicht zu. Genau, sehen Sie? Das war das Reizwort. Na, wenn der Herr Kanzler Kurz zuschaut, das wäre ja eh toll, weil das ist auch ganz bestimmt faszinierend für ihn, dann soll er ein Auge zudrucken. Ja? Wobei, man sieht es wieder nicht. Lass uns die Augen offen und schauen Sie einfach zu und hören Sie zu. So eine Wanderung durchs Weltall, das hat schon was. Es gibt Ihnen die Möglichkeit, sich durch Welten hindurch zu bewegen, die Sie noch gar nie gesehen haben, von denen Sie noch gar nichts gewusst haben. Und bitte lassen Sie das auf der geistigen Zunge zergehen. Jedes dieser Fleckerl, das Sie sehen, stellt gigantische Sterneninseln dar. Jedes, auch noch so kleine, sind aber Milliarden Sterne und Billionen von Planeten. Ja, das Einzige, was wir verlassen haben, ist der Maßstab der Größe. Sonst stimmt alles. Abstand, Dimension und so weiter. Bitte, bewandern Sie das Weltall. Es geht nur hier im Raumschiff Ars Electronica. Gerade wurde die Frage gestellt, sagen Sie, stimmen die Proportionen immer noch? Die Antwort ist ja. Das Einzige, was wir verlassen haben im Maßstab, ist die Größe der Galaxien. Die haben wir ums Gigantische vergrößert, klarerweise. Ja? Weil die berühren sie in Wahrheit nicht. Aber da zeige ich Ihnen dann abschließend vielleicht noch eine andere Darstellung, um Ihnen diese Verteilung der Materie im Weltall ein bisschen anders noch zu veranschaulichen. Da nehmen wir dieses Cosmic Web
Andreas, bitte. Vielleicht, bevor wir das tun, gehen wir auf Target Earth und fliegen langsam mal zurück und schauen uns da noch die Exoplanets an und die Radiosphere. Also eine Kugel werde ich Ihnen jetzt noch aufdrängen am Weg zurück zum Ursprung der Reise, nämlich eine Umschreibung des Einflusses des Menschen in der Natur. Wie weit ragen wir denn eigentlich hinaus? Wir ragen so weit hinaus, wie wir Funkwellen ausstrahlen. Funk und Fernsehen, ja, betreiben wir seit etwa 80 Jahren. Ich glaube, die Radiosphere ist noch nicht aktiviert, oder? Und das können wir Ihnen veranschaulichen. Genau. Diese blaue imaginäre Kugel umschreibt also jetzt den Bereich der ersten Funk- und Fernsehsendungen. Also die erste große Fernsehsendung war ja 1938, glaube ich, Olympischen Spiele, die von Berlin aus übertragen worden sind. Die befinden sich da im äußersten Zonen, ja? Also das ermöglicht uns eigentlich, wenn wir ein Raumschiff hätten mit einer gigantischen Satzschüssel, fliegen wir da in die äußersten Zonen, bauen die auf und schauen uns das einfach nur mal live an. Das wäre doch cool. Oder wer von Ihnen, so wie ich, die Mondlandung nicht erlebt hat, wer noch nicht geboren war, der fliegt halt dorthin und baut die Satzschüssel auf, schaut sich die Mondlandung. Da können Sie feststellen, hat es das jetzt wirklich gegeben oder war das nur ein Fake? Ja, was sind das jetzt für Kugel? Diese Kugel, das sind Planeten, die nicht um die Sonne kreisen, nämlich Planeten, die um fremde Sonnen kreisen, Planeten, die um fremde Sterne kreisen, um Nachbarsterne, und die heißen Exoplaneten. Und wir haben Ihnen da jetzt nur eine kleine Auswahl dargestellt, weil wenn wir alle einringeln, dann sehen wir von lauter Ringel nichts mehr, weil wir kennen bereits über 10.000 solcher Exoplaneten. Planeten, die um fremde Sternsysteme kreisen. Also wenn Sie das nächste Mal den Abendhimmel sehen und Sie sehen da Sterne, das sind die Sterne, die Sie jetzt gerade sehen. Ja? Einige von denen. Planeten können Sie nicht sehen mit freiem Auge, aber die Sterne. Das heißt, unsere Funk- und Fernsehsendungen haben schon längst, gehen wir mal in die Radiosphäre rein, schauen wir mal nach, haben schon längst ganz viele dieser Welten erreicht. Ja, richtig, wir haben die schon beglückt mit unseren Funk- und Fernsehsendungen, ja. Jetzt müssen wir dann vielleicht doch als Programmdirektor nachdenken, was wir so ausstrahlen. Ja? Das sollte man nicht vergessen. Egal, was wir so aussenden, aber was wir auch telefonieren, das bewegt sich nicht nur von meinem Telefon zu meinem Sprechpartner, sondern das, wie jede elektromagnetische Welle, geht es kugelförmig auch da raus und ist eine Visitenkarte. Ja? Es ist eine Visitenkarte für uns Menschen, was wir da so ausstrahlen. Ja, und jetzt ist der Zeitpunkt da, wo wir dieses Modell verlassen und wo wir bitte zum Cosmic Web rüberschalten wollen. Jetzt können wir die 3D-Brillen wieder absetzen. Jetzt möchte ich Ihnen noch eine andere Darstellung der Verteilung der Galaxien im Weltall demonstrieren. Ich bin gerade am Suchen. Okay, kein Problem, ja. Das nutzen wir und beantworten Fragen. Wenn Sie jetzt Fragen haben zu dem bis jetzt Gehörten, Gesehenen, bitte fragen Sie einfach. Wo ist da die Erde? Ja, richtig, im Mittelpunkt dieser Präsentation, weil wir es so eingerichtet haben. Heißt nicht, dass die Erde im Mittelpunkt des Weltalls ist, ja? Gibt keinen Mittelpunkt. Das Weltall hat keinen Mittelpunkt. Schauen Sie, das ist... Andreas, du hast das falsche Bild erwischt, weil das ist ein histologischer Schnitt vom Gehirn. Nein, ist ja Spaß, los. Aber wenn ich jetzt, wir könnten, da ist ja immer wieder die Frau Dr. Mazedonia. Genau, nächsten Donnerstag. Nächsten Donnerstag. Die spricht sehr gern in ihrer Sendung oder in ihrer Show Hirn für alle übers Gehirn. Und da könnte man auch dieses Bild leihen und sagen, schau mal, du kannst das Bild benutzen und sagen, das ist eine histologische Aufarbeitung vom Gehirn. Schaut genauso aus. Eine histologische Aufarbeitung vom Gehirn würde ganz genauso ausschauen. Das sind die einzelnen Neurone hier, die Gehirnzellen, und das sind dann die einzelnen Schaltbahnen, die den dritten hinaus und hinüber und so weiter zu den Nachbargehirnzellen. In Wahrheit ist das jetzt aber das Ergebnis von Naturwissenschaft im Weltall, ja, und zeigt die Materieverteilung im ganzen Universum.
Es ist ja definitiv Makrokosmos, nicht Mikrokosmos. Das bedeutet, dass das, was Sie da so sehen, das sind diese sprichwörtlich 13 Milliarden Jahre der Schöpfung, wenn Sie es so pathetisch ausdrücken wollen. Ja? Heißt nicht, dass das 13 Milliarden Lichtjahre sind, das sind wahrscheinlich 100. Das wissen wir gar nicht so genau. Das können wir gar nicht wissen. Warum nicht? Weil ja, das ist das etwas Mysteriöse, das Universum nach dem Big Bang sich wahrscheinlich, man sagt dazu, inflationär ausgedehnt hat. Ich würde den Begriff Inflation gar nicht allzu sehr anstrengen. Ich glaube, der wird uns die nächste Zeit noch ein bisschen beschäftigen. Aber es hat sich wesentlich schneller ausgedehnt, als das Licht das kann. Sie werden sagen, das ist ein Verstoß gegen Einstein. Es ist nicht, weil diese Explosion Big Bang hat ja nicht in einem Raum stattgefunden, wie hier, ich schmeiße jetzt da einen Schweizer Kocher hin, ja, sondern mit dem Big Bang ist Raum und Zeit erst mit entstanden. Daher ist es möglich, dass man sich da auch einmal schneller bewegt, und zwar wesentlich schneller, für eine gewisse Zeit, das wissen wir nicht so ganz genau. Daher die Entfernungen, also der Durchmesser des Universums, weniger interessant, sondern vielmehr die Zeit, die da drinnen steckt, ist viel interessanter. Aber das soll dann einfach nur zeigen, diese einzelnen Verschaltungen hier, also wie wir gesagt haben, Gehirnzellen, sind in Wahrheit Galaxienhaufen. Also das ist jetzt nicht eine Galaxie, das ist eine ganze Reihe von Galaxien. Überall. Das ist jedes einzelne Punkt, das ist nicht eine einzige, egal wie weit sie da reingehen, das sind ganze Haufen von Galaxien. Das ist wirklich richtig groß, ja? Das ist richtig groß. Das sind also jetzt da, weiß ich nicht, ein paar hundert Millionen Lichtjahre noch. Und Sie sehen, das ist alles miteinander irgendwie verwoben und verbunden auf eine sehr komplexe Art. Wenn Sie sich davon begeistern lassen, dann schauen Sie doch vorbei, Max-Planck-Institut-Webpage. Oder geben Sie einfach nur ein Cosmic Web, dann kriegen Sie auch, finden Sie auch eine Animation dieses Bildes, die errechnet worden ist, in 3D, zweidimensional dargestellt. Es schaut toll aus, kann man nur empfehlen. Und in Wahrheit schmeißt man das einfach einmal der Mazedonier hin und sagt, du schau, da hast einen Histoschnitt von Gehirn, das kannst du gleich benutzen für den Vortrag. Also anders gesagt, so wie es die Altvorderen gesagt haben, so wie im Großen, so ist es auch im Kleinen. Und wie im Kleinen, so ist es auch im Großen zum Funktionieren eines Ganzen. Es erinnert manche an ein Pilzgeflecht. Was für Assoziationen gibt es noch? Der Hirnchirurg denkt ans Hirn. Ja. Manche denken an Pilze. Woran wird noch gedacht? Interessiert mich jetzt. Frei. Eine Wolle, ja. Okay. Eine Wolle. Wie? Filz. Gefilzt. Ja, es ist eine verfilzte Angelegenheit, das Universum. Ja. Es ist vor allem ein Kunstwerk, ja. Die Lichtverschmutzung von oben, ja, okay, gut. Ja. Ah. Also es erinnert auch jemand an Steine in den Bergen als Abbild von all dem, was wir haben. Habe ich es richtig wiedergegeben? Also die Galaxien. Genau. Wie eine Intarsienorbit, meinen Sie quasi. Ja. Mhm. Ja. Naja, Sie sehen, nur durch die Beobachtung des Lichts der Sterne, was man da alles auslösen kann und auf was man da alles kommt. Und jetzt machen wir es in unseren Städten und Gemeinden so hell, dass wir die Sterne gar nicht mehr sehen können. Bedauerlich. Bedenklich, wir dürfen sehr gespannt sein, wie die nächste Generation ihre Weltbilder formt. Bislang war es so, dass jede Hochkultur immer, ausnahmslos, die Sterne mit an Bord gehabt hat. Schauen wir bei den alten Ägyptern noch. Die Sterne waren immer ein wesentlicher Faktor zum Stiften eines Weltbilds. Alle Hochkulturen, die wir kennen, haben immer die Sterne mit dabei, auf allen Kontinenten. Wir werden jetzt dann die erste Generation erleben, die das nicht mehr hat. Wir werden sehen, wie deren Weltbild dann aussieht. Jedenfalls, man kann eines sagen. Jetzt, wenn wir uns das so vergegenwärtigen, ja, das sind all diese Galaxien, irgendeine da ist unsere, irgendwo undarstellbar in diesem Bild, wer die Galaxie ist, in der wir wohnen, und noch viel kleiner, ein Myriardstel eines Pixels war dann die Erde. Und noch viel kleiner dann eine Nation.
und noch viel kleiner, ein kümmerlichster Abriss von all dem ist ein Einzelner. Dann, wenn wir bei der Erde bleiben und uns das vergegenwärtigen, dass wir durch die Beobachtung des Sternenlichts bei Nacht so viel über die Welt gelernt haben, in der wir wohnen, dann ist es ein dramatisches Ereignis, dass man mit dem viel zu viel an künstlichem Licht bei Nacht, der Lichtverschmutzung, das Fenster zum Kosmos verschließen und unsere Generalperspektive einschränken und eingrenzen auf einen ganz kleinsten kümmerlichen Abriss vom Gesamten. Und jetzt dann herzugehen und zu sagen, das ist die ganze Welt, das ist eine Unverfrorenheit, würden Sie nicht auch sagen? Das kann man schon machen, ja? Aber da muss man sagen, sagt der Handchirurg, das ist ungefähr so wie eine schwerste Amputationsverletzung. Ich schneide mich los von allem anderen und sage, das ist alles. Oder wenn ich das Auge, Facettenauge einer Fliege betrachte, bekanntlich ist es an Millionen von Facetten, jetzt greife ich zwei oder drei raus und sage, das ist die ganze Wahrheit, der Rest ist Mumpitz. Was ist das für ein Weltbild? Also was gut ist, ja, ist, wenn man immer wieder mal die Natur beobachtet, sei das bei Tag, aber insbesondere auch bei Nacht. Und wenn ihr einen Wunsch habt, dann ist es der, dass Sie künftig immer wieder mal der Natur bei Nacht begegnen. Sei das beim Spaziergang im Wald, aber insbesondere unterm Sternenzelt. Denn die Sterne stifteten immer unser Weltbild. Solange es uns gelang, eine große Perspektive zu behalten, einen Überblick, haben wir uns nicht verfranst in irgendwelchen Details, mit denen kein Mensch was anfangen kann. Ja? Und aus dem Fokus auf einen allerkleinsten Abschnitt eine Allgemeingültigkeit für alle aufzuobtruieren, das ist ein starkes Stück und zeugt von einem Verlassen eines wesentlichen Anteils des menschlichen Daseins, nämlich der Vernunft. Das zu tun, muss einem bewusst sein, ist eine schwerste Amputationsverletzung für eine gesamte Nation, für eine gesamte Kultur und eigentlich für die gesamte Welt. Also wünschen wir uns, dass wir ein bisschen Schritte zurück machen und wieder das Gesamtbild sehen, indem wir auch jene einladen, die uns von anderen Welten etwas erzählen können. Ja, dann vielen Dank, dass Sie heute gekommen sind. Vielen Dank auch an das AEC, dass Sie der Erste sein durfte, der die Deep Space Live-Abende wieder mit lebenden Menschen vollbringen durfte und verbringen durfte. Ich bin wirklich sehr dankbar dafür und gebe dir wieder das Wort, Andreas. Vielen Dank. Danke. Dietmar Haller, danke, dass du da warst. Eine kleine Korrektur muss ich schon anbringen. Als dein Obmann stellvertreter, wir sind nicht mehr die Linzer Astronomische Gemeinschaft, sondern die Kepler-Sternwarte Linz seit letztem Jahr. So, Schande, aber trotzdem, ja, kommen Sie uns besuchen. Saturn, Jupiter stehen auch momentan wirklich klasse. Also es ist wirklich eine Freude und wir schauen, dass wir die Sternwarte möglichst bald auch wieder zugänglich machen. Nur das Problem ist, es ist halt verdammt klar da drinnen und sozusagen das Bereich des Social Distancing, wo ja die Flat Earth, glaube ich, ein Problem haben, dass die Leute jetzt dann bald über den Erdrand runterfallen, ist halt in der Sternwarte gegeben. Für diejenigen, Sie haben es erinnern ja gar nicht mitgekriegt, aber für die, die von zu Hause zuschauen, uns ist irgendwo zwischenzeitlich immer die Satellitenverbindung abgerissen, die haben also irgendwie zwei Minuten versäumt, tut uns leid. Aber nächsten Donnerstag, Dietmar hat schon die Brücke geschlagen, ist Dr. Manuela Mazzedonia hier bei uns am Donnerstagabend zu Gast, selbe Uhrzeit. Und sie wird uns genau über das erzählen und vor allem zum Thema Demenz sprechen und sagen auch, was man vielleicht auch prophylaktisch dagegen tun kann. Und vielleicht werde ich ja vorschlagen, sie soll doch mit diesem Bild hier beginnen. In dem Sinne, ein letztes Wort gehört natürlich. Ja, aber unbeobachtet. Das war nicht geplant, aber ich bin gerade geschimpft worden. Ich habe vergessen, noch etwas zu sagen in eigener Sache, aber letztlich dann auch im Interesse des AEC. Wenn Sie sich umdrehen, dort steht der Helmut Appel. Und der ist so nett, der nimmt Ihre E-Mail-Adressen auf, falls Sie Interesse haben sollten, wissen zu wollen, wann denn wieder hier über die Sterne gesprochen wird oder an einem anderen Ort. Dann können Sie sich dort mit Ihrer E-Mail-Adresse verewigen und Sie kommen dann in den Newsletter rein und kriegen immer Informationen, wann es wieder um die Sterne geht. Danke nochmal. Danke. Nutzen Sie und auch einen schönen Abend.